Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Es geht mal wieder weiter mit Let's Play Altes Live und das auch in der zweiten Staffel. Nämlich, es heißt nicht mehr Let's Play Altes Live, sondern Let's Play Altes Echolon und das Ganze gespielt auf dem Server von Echolon von dem Owner Ruffy Danny und KoKG. Dementsprechend, da habt ihr jetzt auch in den nächsten Tagen einiges mit zu tun, denn der gute Herr Danny GLP Gaming Together ist jetzt in den nächsten Let's Plays dabei, aber ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich einmal den Polizeichef Wimmer, der ebenfalls am Aufnehmen ist. Hallo. Ja, hallo. Vielleicht kannst du dich ja mal vorstellen. Ja, ich bin Ingame der Wimmer. Mein YouTube-Kanal ist Multiprofi-Gamer, falls es mich interessiert. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung von mir. Und dabei natürlich auch noch. Ja, wunderbar. Dabei ist natürlich auch unser neuer Rekrut, die Parkscheibe. Grüß dich. Jo. Dann natürlich den Staff Sergeant Jan, der hochgestuft wurde auf Officer. GG. Und natürlich den Co-Leader von LPC, Sergeant Hauptmann Benny. Ja, hallo! Grüß dich! So, unsere heutige Aufgabe besteht darin, ich war die ganze Zeit im Menü und mach die Ansage. Sehr geil! Profi for the win! Yeah. Voll geil! So, dann würde ich erstmal sagen, Soldaten salutiert mal. Was ist denn hier? Ist doch kein Anstand hier! Wie war das noch? Oh! Hashtag, Mann! Hashtag! Hashtag! Ohne Scheiß, Hashtag! So. Gut, wunderbar. Das gefällt mir doch. So, unser Hauptziel war ja vorhin noch ein guter Spieler, den wir jetzt leider nicht mehr haben. Aber ich habe gesehen, der gute Thomas ist Handel mit exotischen Früchten auf der Wanted List. Kann das sein, dass das eigentlich Pfirsiche sind? Immer? Ja. Ich habe auch das Gefühl, ja, weil ich musste... Irgendeiner hat gesagt, der hat nur Pfirsiche gefarmt und er war andauernd wieder mit dem Ding drauf. Ja, ja, deshalb. Und soll ich ihn runternehmen? Ja, nimm runter. Ich hab den dann auch das ist noch echt buggy. Ich habe ja auch zig Kollegen gefragt. Keiner wusste genau, was das genau bedeutet. Ja, das ist so ein bisschen... Deshalb gehen wir lieber nach dem Bußgeldkatalog, den wir geschrieben haben, nicht nach dem Wanted System. Ah, okay, es sei eine Small, weil dann gibt's noch Geld für uns. Ja, was gibt's Neues noch zu erzählen? Dann startet ja jetzt in den nächsten Tagen auch das große Projekt in AK Pünktchen mit Benny und dem Janni LP. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was Witziges vorbereiten. Wir haben echt da schon ein bisschen uns überlegt, wie wir das ein bisschen witziger gestalten können. Denn so diese Standardsachen, die wir jetzt so geplant haben, sind ja kurz vor der Gamescom nicht immer direkt umsetzbar. Und da viel auch jetzt mit organisatorischen Planungen an Zeit vergeht, müssen wir natürlich schauen, wo wir damit abbleiben. Zu Gamescom sind wir natürlich alle Tage beisammen. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde überall sein. Ich werde sehr wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen YouTuber, den ihr kennt, rumlaufen und dann halt gegebenenfalls auch die Autogrammstunden setzen. Soweit dazu. Dann würde ich sagen, starten wir eigentlich jetzt mal hier. Ich würde sagen, wir packen einfach mal zwei oder drei Fahrzeuge aus. Ich würde zwei sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann packe ich mal aus. Pack du schon mal aus und dann nehme ich noch die Parkscheibe bei mir rein und den Wimmer und du fährst mit Jan. Dann gehen wir erstmal ich nehme auch einen Geländewagen, weil ich hab keinen Bock. Hast du... Ich will mir da gerade noch kurz den SUV spawnen, dass ich mit dem mal gekauft hab. Ja, ja, kannst du ja machen. Parken wieder weg. Warte, pass auf, Jan. Zau da ab, also. Genau. Ja. Der wollte mich nicht in deinem Fahrzeug haben. Ja, Mann, das stinkt immer so, wenn du drin bist. Gut, ja, das war's. Genau. Gut, warte, ich hol ihn raus. Das ist mein letzter, ey. Das sind die Nebenwirkungen vom Alkohol. Warte, ich gebe euch eben mal die Schlüssel. Immer ganz wichtig, die Schlüsselvergabe. Ja. Kann man doch eh einsteigen, oder? Ja, trotzdem. Ja. Ihr müsst ja. Doch, man kann jetzt automatisch einsteigen. Brauchst keinen Schlüssel mehr vergeben. Nee. Brauchst nicht mehr, nein. Cops können in jedes Fahrzeug einsteigen. Lol, aber... Aber wir können nicht abschließen. Wir können nicht abschließen. Ja, dann lass das Fahrzeug einfach zu. Ja, lass es einfach dauerhaft zu. Das wäre doch zu einfach, also. Das können nur Cops. Ernsthaft? Also das Ding ist jetzt, Na gut, ja, egal. Wir fahren dann jetzt erstmal. Ja, du kannst aus- und einsteigen, wann du möchtest. Das ist ja total bescheuert. Ja, okay, Hauptsache man kommt nicht mehr auf dieses scheiß Radio, ne? Das K-Radio geht nämlich einen voll auf den Sack. Bisschen, ja. Ja, was hast du bitte mit deinem Fahrzeug gemacht? Hier fehlt der rechte Außenspiegel. Das ist ja, das ist mir letztens schon aufgefallen. Das ist insgesamt in der Textur, hat da jemand wohl vergessen, den Außenspiegel mal wieder reinzuklöppeln.
Naja, aber dafür funktioniert ja der Rückspiegel. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Aber nur minimal. Ja, ja. Kurz links, rechts gucken, ist ja ein Stoppschild und dann geht's weiter. Fahren einfach rüber. Genau, einfach rüber. Alte Omas. Mit Sirene, zack. Omas haben keinen Vorsprung. So, gucken. Fahren ihr euch hinterher, also wir vertrauen euch mal. Solange ihr nicht uns hinten reinfahrt, ist alles gut. Apropos, hat jemand Repackets mit? Ja, ja, ich hab zwei mit. Nein. Ich hab zwei, drei. So, hier ich am. Würde sagen, das ist ein Einsatzwert. Hier am Marktplatz ist nichts. Was ist ein Einsatzwert? Repackets zu holen. Ja. Ah, da haben wir schon ein SUV. Ja, der hält sich nur an der Spitze. Ja, bei mir hat er die Textur nicht geladen, der Hund. Scheiße. Das hasse ich echt mittlerweile seit Echelon. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten. Oh, der gute Herr. Fährt uns hinterher. Fahrt mal ein Stück weiter, wir schließen gleich wieder auf. Treffen uns dann am Pfirsichfeld. Oh. Machst du das eben? Ja. Okay. Guten Tag. Gut. Ja. Da hat der gute Herr eine 9mm Pistole gefunden. Das ist natürlich sehr interessant. Fährst du mal den Geländewagen hinterher? Welchem Geländewagen? Die Anzahl, meinte ich. Was ist mit dem Geländewagen? Da soll mal mein Auto hinterherfahren. Alter, die Scheiße ist, ich muss erst aussteigen. Hm. Wir können ja mal innerorts. Oh, Mr. Game Junkie. Oh ja. Aber der ist immer für Scheiße bereit. Gleich geht's. Ich wollte es gerade sagen, gleich geht's los. Nee, einfach Motor aus und dann einmal AD drücken die ganze Zeit. AD? Ja, einfach Motor aus, stehen bleiben und einfach mal lenken nach in beide Richtungen. Ein bisschen und dann funktioniert das wieder. Wenn. Ja, einen Moment, mein Kollege kommt, der kann dich vielleicht auch heben. Nee, irgendwie kannst du keine Waffen P07 mehr aufheben. Das ist ein Bug. Der kann sie jetzt auch nicht mehr aufheben, soweit ich weiß. Nee, die kann man aufheben, das weiß ich. Ich hatte sie vorhin nicht bei Jan looten können. Wo wir den getötet haben. Ja, falsch getötet. Hättest mir keinen Kopfschuss geben sollen. Ja. Das war ja das Einzige, um dir wenigstens mal ein bisschen Hirnmasse zu entfernen. Bist mir sonst zu schlau, wo es tust. Alles klar, Sam, also, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Waffe auf dem Rücken mal in den Rucksack tun. Oh, der hat eine Waffe auf dem Rücken. Ihre Waffe auf dem Rücken, bitte in den Rucksack tun. Ja, gib ihm eine mündliche Verwarnung. Wir müssen ja jetzt nicht schon direkt ein Bußgeld wieder ausschreiben. Ja, das wäre ja ein bisschen übertrieben, der Arme. Das wissen die wenigsten echt mittlerweile. Seitdem du kannst ihn in den Rucksack tun, ja. Und dann einfach wieder aus dem Rucksack rausziehen, wenn du die brauchst. Genau, seitdem ist ja die Shift-H-Funktion nicht mehr gibt. Okay, ciao. Laufen alle mit die der... Gibt's doch noch, oder? Nee, die Shift-H-Funktion gibt's nicht mehr, dass man alles weg hat. Okay. Das finde ich einigermaßen auch gut. Nein. Ich finde es eigentlich echt mega scheiße, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil. Ja, das ist immer so ein Fall für sich, ne? Also. Ja, okay, du weißt nicht, ob jemand gerade eine Waffe bei sich hat. Ja, das ist wahr, aber Wüsstest du im echten Leben auch nicht zwingend, von daher. Genau. Deshalb finde ich die Shift-H-Funktion eigentlich ganz in Ordnung. Aber nein, man musste sie ja wieder. Raus. Da vorne ist ein SUV. Ja, das ist glaube ich der Ferrari, oder? Ja, ja, nee, das ist aber kaputter. Guck mal, wem der. Halt mal an. Oder? Ah ja, ein bisschen flott unterwegs, ey, ja. Ich konnte es jetzt nicht messen. Wir werden uns jetzt mal hier irgendwo eben positionieren. Oh, das war gescheatet. Was? Der Wagen war gescheatet. Instant weg? Ja. Ja, das hatte ich letztens auch. Das kann, muss nicht unbedingt zwingend sein. Alter! Ist der Typ bekloppt oder so? Nein. Das ist Burn gewesen. Achso, ja, ich wollte ja jetzt, okay. Stellt ihr euch mal ein bisschen weiter Richtung Pfirsichfeld am besten auf? Ja, wir sind am Pfirsichfeld jetzt. Okay. Dann werden wir nämlich, So, ihr fahrt vorbei. Nee, das waren wir nicht. Wir werden. Ja, das war Kevin ist jetzt auch gelockt als Cop? Ja. Ach, Idiot, echt, ey. Macht wieder alles kaputt, ey. So, ich steig mal aus. Wir stehen jetzt gegenüber
vom Pfirsichfeld hinter der Mauer. Genau, und Dings, spring du mal auf den Sitz. Spring du mal auf den Fahrersitz. Das, wir werden das nämlich so ein bisschen taktisch machen, weil in letzter Zeit ist dir ja mal aufgefallen, Benni, jedes Mal, wenn wir halt in Kavala blitzen, dann fahren die einfach vorbei, weißt du, aber wenn ihr schon da hinten am Pfirsichfeld seid, könnt ihr die abfangen. Ja, ich habe auch Nagelbänder dabei. Also. Die kann man ja zur Not aus. So, 54. Ich bitte ihn mal anzuhalten. Einmal stehen bleiben, bitte. Das sieht nicht danach aus. Doch, der bleibt stehen. Okay. Okay. So, guten Tag, der Herr. Einmal Motor aus und links. Wunderbar. So, Herr Thomas. Können Sie mich gut verstehen? Boah, Alter, der ist so am Lecken, ey, den verstehst du gar nicht. Ich habe Sie angehalten, da Sie am Kavala Marktplatz mit 54 Stundenkilometer lang gefahren sind. Ist Ihnen das bewusst? Alter Schwede, Sie haben aber eine ganz schön ruckelige Leitung, muss ich Ihnen mal sagen. Euch kommt jetzt ein roter SUV entgegen, aber bis jetzt ist er nicht zu schnell gefahren. Er wäre schon außerordentlich 40 fährt, dafür über 120 fahren. Kann man mit dem SUV auch noch schaffen. Ja. So, ich muss Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen. Ist Ihnen das bewusst? Das ist auch mit dem Offroader, glaub mir. Ich verstehe den Typen so gut wie gar nicht, ey. Der ist so... So, könnten Sie das jetzt nochmal wiederholen? Haben Sie mich soweit verstanden? Da können wir gerne ein Ticket. Okay, gut. Benni, gib mir mal den Preis für 54 Stundenkilometer Kavala Markt. Da müsste ich Bildschirm gerade. So, ich kriege gerade durchgesagt. 5000. 5000, sonst nichts? Ja, nur 5000. So, das Ticket wird jetzt genau. Lol, Moment. Benni putzt wieder fest. So, das Ticket wird sie jetzt 5000 kosten. Okay. 5000, bist du sicher, ey? Marktplatz? Über 5. Kavala Marktplatz? Ja. Das ist so. Wer darf nur 30 fahren? 36 bis 55 km/h. 54, ja, 5000. Der ist knapp unter der Grenze. Ja. Da hatten sie aber noch Glück, ganz viel Glück. Ja. So, ich bitte Sie dann, das Ticket zu bezahlen. 2 km/h unter der Grenze. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Na, schon wieder. Boah, der ist so, etwa ist der total heiser oder hat eine Scheißleitung? Vielleicht beides. Oder beides, ja. Was ich so bruchteilig verstanden habe, klang's nach beides. Ja, blitzt mal Richtung Marktplatz aber hin. Weil Marktplatz ist immer die schönste Zone. Ja, ich guck ja, aber bei, keine Ahnung, 7 Zivilisten. Ja, das stimmt auch wieder. Ist nicht gerade viel los, ne? Oh. 6 Zivilisten. Weil die loggen sich ja gerade alle ein. Ja, die sind jetzt. Das ist jetzt die Zeit, wo sie eigentlich alle wiederkommen. Wenn er weiter so fährt, wird er gleich noch geblitzt sogar, ey. Einer muss im Fahrzeug immer bleiben. Parkscheibe ans Steuer. Ja, super. Bleibt mal bei uns im Fahrzeug, ne? Weil muss ja immer einer fahrbereit sein. Es gibt Leute, die halten sich absolut nicht am RP und rasen einfach wie die gesenkten Säue durch. Deshalb, so, ja. Wenn dann einer von hinten kommt und vorne die Jungs die abfangen. Wie sieht's bei euch aus? Streifentour mit Parkscheibe. Alter, mach mein Auto nicht kaputt. Hab ich doch nicht. Jetzt habe ich wenigstens einen coolen Titel für das Video, ey. Parkscheibe macht mein Auto kaputt. Dankeschön. Kann das sein, dass er... Ich hab's umgeparkt. Critical Panda wurde geblitzt. Juhu, Wanted List. Ach man, wer hat denn hier Langeweile, ey? Nee, also für... Der kommt auf uns so. Für 57 anhalten. Ja, halt ihn an. Ja. Also, wir haben doch gerade nichts Besseres zu tun. Ist echt so, halt ihn an, der kommt zu euch. Weil an uns ist er nicht vorbeigefahren. Der ist ja nicht bei uns vorbeigefahren. Nee, nicht Critical, der andere. Welches Speedcam war das denn? Der Speedcam 3, das ist die hinterm Pfirsichfeld. Ach so. Da musst du aufpassen, okay. Der kommt auf uns zu. Ja. Ja, weil keine Nagelbänder. Dafür keine Nagelbänder, ne? Für einen guten Herrn. Oh, da, guck mal, da kommt was. Ja, oder?
Soll ich losfahren? Alter, ich... Wobei, der ist ganz schön... Alter! 77. Bleiben Sie bitte stehen! Einmal anhalten! 77 und noch eine Waffe! Bitte die Waffe weglegen! Decken Sie bitte die Waffe weg. Daher? Jo, 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 alles gut, alles gut. Die sind 77 km/h am Kavala Marktplatz gefahren. Grad losdüsen. Kann einer mal gucken, was das für eine Strafe nach sich ist? Der Marktplatz ist da drüben, ich wollte gerade zur Garage. Also, ja, bis... Ja, okay, ich bin zu schnell gefahren. Gucken Sie mal bitte, kommen Sie mal bitte hier hin. Kommen Sie mal bitte hier hin. Ja, ich weiß, das sind 50 oder 30, keine Ahnung, irgendwie sowas. 30 Stundenkilometer der Herr. Und Sie waren über der Brücke mit 80 Top-Geschwindigkeit gemessen worden. Ja, Officer, wenn ich aber da vorne mit 60 geblitzt werde, steht da, ich darf da 50 fahren. Also, ja. Und da kommt mir kein Schild in die Quere. Ja, ab hier vorne ist auch 50. Ab dem Kran ist auch ein 50er Bereich. Dafür sind die Schilder am Stehen. Haben Sie jetzt ein Foto von mir gemacht? Haben Sie mich jetzt geblitzt oder wie? Oder ja, Sie können mal gucken. Hier, gucken Sie mal. Kommen Sie einmal mit zum Fahrzeug, dann zeigen wir es Ihnen. Kommen Sie einmal mit zum Fahrzeug. Ja klar, ich komm mal mit, ich komm mal mit. So. Natürlich. Was ist die Strafe bei 77 km? Hallo, hier, der Herr. Herr Sam? Ich glaube, die sinkt. Ja, Entschuldigung. Achso, die sinken. Ja, hier, gucken Sie mal. So, hier, gucken Sie mal. Bei meinem Kollegen sehen Sie da den Laptop. Da sehen wir Sie gerade mit 80 Stundenkilometer. Und das hinter der Brücke. Das sind Sie. Der Webquadfahrer. Ist das eine Colaflasche oder eine Bierflasche? Was sollen wir jetzt mit Panda machen? Ist das eine Colaflasche? Ja, sind Sie sich sicher? Panda, ich würde mir ein Ticket ausstellen. Ich kann auch gerne einen Alkoholtest. Ich würde gerne auch einen Alkoholtest mit Ihnen machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, dann würde ich einmal sagen, mein Kollege Herr Wimmer wird mal eben das ATE rausholen und dann werden Sie einmal bei meinem Kollegen pusten. Können wir vielleicht hier rausgehen? Hier ist gerade ein bisschen laut. Ja, das können wir gerne machen. So, jetzt werden Sie so lange bei meinem Kollegen reinpusten, bis mein Kollege Stopp sagt. Dann pusten Sie mal brav ins Röhrchen. Aber natürlich. Der 0,0 denkt dann einfach so. Oder 0,1 in einer Sache, irgendwas vom Vorhaben. Bei mir hier, ich hab ihn doch... Ja, okay, dann müssen Sie mir das Ding auch in den Mund geben, ne? Ja, ich habe jetzt nicht dran. Ein bisschen witzig. So, und jetzt kräftig pusten. Bis ich Stopp sage. Ey, geil, der macht das wirklich. Voll genial. Okay. Hat ja auch schon ein paar Mal nichts mehr. Ja, das... Ja, Herr Sam, das reicht. Sie haben 0,1 Promille. Ah, also da war wohl noch das Bier vom Vorabend drin. Aber das ist völlig legitim. Kann aber nicht sein, ich hab nichts getrunken. Also, Legitim, hallo? 0,1 Promille darfst du haben am Steuer, du Idiot. 0,3. Ich hab schon leicht eingemischt, aber das war jetzt ein ganz kleines Glas, wirklich. Ja, Sie sind ja noch im grünen Bereich. Benni, sag mal 80 Stundenkilometer Kavala Markt. 80, Werde ich jetzt eine Straße kriegen, 10.000. Oder kommt das per Post zu mir nach Hause gesendet? 10.000, okay. Kann ich das gleich 80, geben? Und ich glaube Fahrverbot, oder? Nein, das steht. Okay. Ihr warte, 80 km/h, da kannst du es innerorts nehmen, da verdienst du mehr dran. Nee, 80, dann sind das 35 und Beschlagnahme des Fahrzeugs. Okay, dann Wimmer, mach das mal. Der wird sich freuen. Also ich bin jetzt bereit, ich habe gerade ein bisschen Bargeld. Ah, ja. Wir müssen jetzt leider ein Ticket von $35 plus... 35.000. ...plus, dass ihr Fahrzeug beschlagnahmt. 35.000 Euro, du Idiot. 35.000? Ja. Beschlagnahmt? Ja, ja okay, die sind danke, viel zu schnell gefahren innerorts. Okay, dann... Ich werde jetzt mal kurz das Ticket ausstellen. Ich komme aber in meiner Garage rein, oder? Boah, der gute Herr ist aber immer noch mit 54 Sachen da unterwegs, ne? Für sich fällt es nichts los gerade. Ja. 35.000? Ja, 35.000. Jetzt ach, das bezahlen wir doch und dann gut. So. Dann hat die Sache auch schon erledigt. Dann hat die Sache auch schon wunderbar erledigt. Ja, beschlagnahmen noch, ne? Ja. So, wir bedanken uns auf jeden Fall bei Ihrer Kooperation. Ja, das wird mein Kollege eben machen. Scheiß Schilder, ey. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, auf jeden Fall kann ich ja wieder zu Fuß laufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Auch Fahrlizenzen prüfe ich nur in allernützen Notfall, weil das nimmt alles nur Zeit. Tschüss. Ach, das im Auto hocken macht echt Spaß. Ja. Immerhin hast du es warm, Leute. Ja. Oder mit Klimaanlage auch kalt. Ohne Scheiß, ey. Aber geil, wie ich hätte niemals gedacht, dass er auch wirklich pustet, ey. So genial. Ja. Roleplay for the win, ey.
Auf dem alten Server habe ich immer, weil ich immer der besoffene Marktpenner. Immer mit den Polizisten gelabert. Lol. Wie geil ist das denn? Auch nicht schlecht. Was ist das denn? Oh. Das ist ja Andy, glaube ich, heißt der. Der ist jetzt ja bei uns der besoffene. Andy Prime? Ja. Er wurde wieder entbannt. Er wurde wieder entbannt, ja. Da hatte Benny schon nette Erfahrungen mitgemacht, dank unserer Wette. Ja. Ach, hör auf, ey. Was haben wir denn jetzt noch hier auf der Wanted-List? Oh, da kommt ein Quad bei. Ja. Ich wette no nie wieder mit dir, Wimmer. Aber warum habt ihr denn gewettet? Das, ja, wir haben gewettet. Ah, der ist aber ein bisschen flott, ne? 38. Ja, ist knapp drüber gewesen. Halt ihn an. Halten Sie mal bitte an. Einmal bitte rechts ranfahren und Motor aus. Rechts ranfahren. 38 ist ja... Ja, ist, quasi ja, ist zwei über die Toleranzgrenze. Müssen wir im Ticket ausstellen von 5000. Ja, wir wollten eine Durchsage machen. Herr Thomas, Sie sind zu schnell gefahren. Sie wurden mit 38 km/h geblitzt. Am Kavallermarktplatz bis hier vorne sind 30 Stundenkilometer erlaubt. Abzüglich der Toleranz mit 6 km/h haben wir Sie mit 38 geblitzt. Das heißt, Sie sind immer noch 2 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Dementsprechend müssen wir Ihnen ein Ticket von 5000 ausstellen. Ja, ich wollte schon. Macht da richtig Asche gerade. Okay. Der Arme wurde jetzt schon zum zweiten Mal von mir mit 5000 angeheult. Stellt euch vor, Kevin steht ein paar Straßen weiter, der steht am Eisen- Kohlekäufer. So, ich frage per se was auch. Bitte Sie das Ticket zu bezahlen, wunderbar. Kavala, Pfirsichfeld und Eisländler. Wo? Ja, Mann, voll geil. Ja. Die werden hier immer geblitzt, keiner hat mehr Bock hier. Oh, Okan. Haut den mal jemand drauf. Okan. Ey, der kommt zu euch, der kommt zu euch. Der ist gerade an uns vorbeigerast. Ja? Ja, der ist. Ja, Okan. Der Alter. Kommt zu euch, 61. Soll ich, leg Nagelband aus, ne? Na, nein. Ich weiß nicht. Nein, ich will eine Verfolgung. Der hat ein Quadbike. Lass ihn doch mal eine Verfolgung, sag mal, wenn er nicht an. Stopp. Oh. Anhalten. Ich sehe nicht mal, was da draußen abgeht. Mann, ey. Das Parkscheibe, kannst ja mal rausgehen. Ja, weißt du, wie man blitzt? Der Wimmer wird's dir mal erklären. Welche Taschen kommen wir jetzt nochmal? L, einfach nur. Du musst das Schiff so schnell gefahren. Mit der Taserwaffe auf das Fahrzeug ziehen und dann L drücken, ja? Und ja, das krieg ich. Wenn er nah genug rankommt, bekommst du oben rechts eine Einblendung. Was war das? Oh, eine Feuerball. Ja, komm mal mit. Steig ein. 61. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Wir übernehmen mal kurz hier die Explosion. So, Okan, ich müsste Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen, da Sie innerorts zu schnell gefahren sind. Da hat doch jemand nicht wieder ganz aufgepasst, oder? Er war betrunken. Nein, außerorts ist erst da hinten, also da so. War aber ein guter Feuerball. Wie bitte? Wo ist die Explosion? So ein Feuerball, Alter, was hat der denn gemacht? Mitten drauf, ich glaube die Schranke. Ja. Die Todesschranke. Ja, boah, ich hasse diese Schranke echt. Die Schranke ist grässlich. Ja. Alle Schranken hier auf dem Marktplatz sind grässlich. Ja, weil die scheiße eingestellt sind. Kannst den... Pass auf, du verbrennst doch. Pass auf. Nicht das... Das hat mir gerade 3 Leben gezogen. Ja, warum zieht das nur so wenig hier? Ich habe noch 95 Leben jetzt. 94, das ist mir jetzt... Das wird trotzdem ein bisschen zu warm, oder? Ja, ich... Das Spiel mit dem Feuer. Kann ich das Fahrzeug noch untersuchen? Ja, kann ich. Ich glaube schon. Ja, was tut man nicht alles für seinen Job, ne? Leichte Verbrennung ersten Grades. Ohne Scheiß. Gib gleich eine Brandsalbe. So. Ich hab das Ganze ohne HP-Verlust geschafft, hä? Hammerhart, ey. Und wieder ein erfolgreicher Einsatz. Yeah. Wir halten Kavala sauber. Scheiß auf. Und sicher. Genau. Keine Raser mehr in Kavala. Dass man ein paar Zivis Waffen geben und sagen, dass sie einen Banküberfall machen sollen. Ja klar, ey. Ja. Mich auch. Das sind dann aber deine Waffen. Ja. Hey, danke, lass mal. Kein Bock zu dir gradiert zu werden, ey. Hätte ich auch nicht. Wenigstens hat Ruffy das Geld hochgesetzt, ey. Für 500 hätte ich nicht weitergearbeitet, ohne Scheiß. Ich höre hier jemand, einen Franzosen oder so. Wie hoch ist es denn jetzt eigentlich? 2000. Okay, das ist aber schon länger. Nicht. Ah, seid echt. Ist das Kevin? Chillon hat noch gestartet mit 500. Ja, Kevin im SUV. Ja, der fährt aber zu schnell und ich glaube nicht, dass er einen Einsatz hat. Hatte kein Blaulicht an, das ist aber. Der ist auch so einer, der macht sofort Sirene an, ey. Das brauchst du nicht bei einem. Medics. Ja, die.
grässlich. Ja, das ist so schlimm, ey. Ah, die Medics, ey, die fahren mit Admin, Admin-Menü, 100 Pro, weil so schnell wie die fahren und so eine Lenkung wie die haben, jeder SUV explodiert nach so einer scheiß Kollision, ey. Möchte mir kein Urteil darüber bilden. Kann sein, dass Okan gleich schon wieder geblitzt wird, ne? In Well. Wahrscheinlich. Wartet mal. In Speedcam 3 oder was? Also bei uns ist er jetzt noch nicht entgegengekommen. Ganz kurz auf. Ah, wir haben 70 hier, dann kann ich ja mal ein bisschen hier aufs Gas drehen. Oh, jetzt. Kann ja fahren. 74. Ja, aber ich wette, der fällt genauso weiter innerorts. Da hätten wir. 74? Also er war gerade 74, ja. Wie 74? Der gefahren, der Typ. Das Quadbike. Ey, wie konntest du den denn anvisieren? Ja, mit Aim. Als Beifahrer kannst du den so anvisieren. Ja? Punkt, ja. Da funktioniert kannst du blitzen im Auto. 74 war aber in der Toleranz. Er darf 76 ja, fahren. Ja, aber der ist halt, hat die Geschwindigkeit gehalten von dem. Ja, aber trotzdem, er ist ja jetzt hier nicht geblitzt worden, weil sonst hätte hier die Radarfalle ihn schon erfasst. Hm? Das ist Kevin wieder? Ja, ja. Ja, doch. Natürlich ist es Kevin. Du stellst dir jetzt nochmal mitten rein. Der bringt auch was, wenn er da an der Blitzanlage steht, weil es ist so sinnlos. Ah, der fährt aber wirklich ein bisschen zügig da hinten am Marktplatz. Auf die Entfernung kriege ich nicht. Ja, passt schon. Das wusste ich gar nicht, dass man mittlerweile jetzt als Beifahrer auch blitzen kann. Konntest du schon vorher? Wusste ich auch noch nicht. Jake? Konntest du vorher schon. Das ist halt echt scheiße zu zählen. Der Beifahrer kann ihn wirklich schon immer anvisieren und dann kann er blitzen. Der steht aber da im Halteverbot. Ja. Okay, was geht da ab? Keine Ahnung, das klären wir jetzt mal. Oh, schon wieder eine Waffe. Und wieder eine Waffe. Leider, mit dem kriegen wir nur Spaß. So, guten Tag, die Herrschaften. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nee, nee. Hey, Mr. Game Junkie, würden Sie einmal zu mir kommen? Lightning, wir kommen dann wieder nach Kamala, ja? Ja. Ich glaube, der will gerade Zeug wegwerfen, ne? Jan? Ich glaube, der will Zeug wegwerfen. Ja. So, Mr. Game Junkie, ich würde Sie gerne mal untersuchen. Allgemeine Personenkontrolle. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ich möchte bitte, dass Sie stehen bleiben. Gehen Sie bitte weg von mir. Bleiben okay, Sie bitte stehen. Ja, der hat was zu vermögen. Vielleicht hat er ja keine Waffenlizenz, ne? Bleiben Sie jetzt stehen. Bleiben Sie stehen. Soll ich Taser? Ja, klar. Ja. Bleiben Sie weg, Jan! Auf die Verstärkung. Das war der Falsche. Ich hab nicht auf dich gezielt. Ah, ich hab ihn. Ja. Ah, scheiß Lücke. Gut, was war jetzt, wenn der da am Boden liegt? Ja, nehmen wir erstmal beide mit hier zum Fahrzeug. Die Zivilisten sind sollen... Die beide irgendwie geflüchtet, mehr oder weniger. Ja, super, da rennt grad Witter los. Ah, wo bist du? Mann! Hast du ihn? Dies! Laber-Ecke! Das geht mit Taser dem auch. Alter, der leckt bei mir. Ja, der ist wirklich am lecken. Können Sie mich bitte losmachen? Getroffene. Liegen meine Sachen noch hier irgendwo? Mein Auto ist gerade explodiert. Gerne, Mann! Du wirst hier festgehalten. So, sie werden festgehalten, weil sie geflüchtet sind. Was? Ich habe gesagt, wir haben keine Befugnis. Sie sind ihm verfolgt, nicht mir. Doch, wir haben die Befugnis. Braucht jemand einen Anwalt? Ich bin Anwalt eigentlich. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier los, ey. Jetzt geht's los. Ich bin Anwalt, braucht er. Eigentlich, sagt er auf einmal. Stell den mal hier vorne ab. So, machen Sie mich los, oder Sie werden schöne Schwierigkeiten bekommen. Naja. Ja, mit deinem. So, ich bitte, Herr Mr. Game Junkie, lassen Sie bitte die leeren Drohungen sein. Komm, wir laufen über den Markt. So, wir klären einmal kurz die Situation. So, ja, dies ist auch ein Polizeistaat. So, Herr Critical Panda. Sie sind beide geflüchtet vor uns. Wir wollten ihn doch nur mit Ihnen reden, ja? Ich hab gesagt, gehen Sie weg von mir.
Und wenn ich verweigere, dass sie mich untersuchen, dann dürfen sie das auch. Also schmeiß sie mal. Dann dürfen sie aber dennoch nicht flüchten. Vielleicht kann den irgendwie nicht abstellen. Du musst doch, da ist ein leeres Feld, das nimmst du dann. Okay. Weißt du? Ja. Das sind klare Regeln. Jetzt steht er. Wenn ihr da Interesse habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde überall sein. Ich werde sehr wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen YouTuber, den ihr kennt, rumlaufen und dann halt gegebenenfalls auch die Autogrammstunden setzen. Soweit dazu. Dann würde ich sagen, starten wir eigentlich jetzt mal hier. Ich würde sagen, wir packen einfach mal 2 oder 3 Fahrzeuge aus. Ich würde 2 sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann packe ich mal aus. Pack du schon mal aus und dann nehme ich noch die Parkscheibe bei mir rein und den Wimmer und du fährst mit Jan. Dann gehen wir erstmal Ich nehme auch einen Geländewagen, weil ich habe keinen Bock. Hast du... Ich nehme mir dann gerade noch kurz den SUV spawnen, dass ich mit dem mal gekauft habe. Ja, kannst du ja machen. Parken wieder weg. Warte, pass auf, Jan. Zau da ab, also. Genau. Ja. Der wollte mich nicht in deinem Fahrzeug haben. Ja, Mann, das stinkt immer so, wenn du drin bist. Gut, ja, das war's. Ja, gut, warte, ich hol ihn raus. Das ist mein letzter, ey. Das sind die Nebenwirkungen vom Alkohol. Warte, ich gebe euch eben mal die Schlüssel. Das ist immer ganz wichtig, die Schlüssel. Death Sergeant Jan. Der hochgestuft wurde auf Officer. GG. Und natürlich den Co-Leader von LPC, Sergeant Hauptmann Benny. Ja, hallo! Grüß dich! So, unsere heutige Aufgabe besteht darin, ich war die ganze Zeit im Menü und mach die Ansage. Sehr geil! Profi for the win! Yeah. Voll geil! So, dann würde ich erstmal sagen, Soldaten salutiert mal. Was ist das denn hier? Ist doch kein Anstand hier! Wie war das noch? Oh! Hashtag, Mann! Hashtag! Hashtag! Ohne Scheiß, Hashtag! So. Gut, wunderbar. Das gefällt mir doch. So, unser Hauptziel war ja vorhin noch ein guter Spieler, den wir jetzt leider nicht mehr haben. Aber ich habe gesehen, der gute Thomas ist Handel mit exotischen Früchten auf der Wanted List. Kann das sein, dass das eigentlich Pfirsiche sind? Immer? Ja, ich habe auch das Gefühl, ja, weil ich musste... Irgendeiner hat gehört. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Es geht mal wieder weiter mit Let's Play Altes Live und das auch in der zweiten Staffel. Nämlich, es heißt nicht mehr Let's Play Altes Live, sondern Let's Play Altes Echolon und das Ganze gespielt auf dem Server von Echolon von dem Owner Ruffy Danny und KokaG. Dementsprechend, da habt ihr jetzt auch in den nächsten Tagen einiges mit zu tun, denn der gute Herr Danny GLP Gaming Together ist jetzt in den nächsten Let's Plays dabei, aber ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich einmal den Polizeichef Wimmer, der ebenfalls am Aufnehmen ist. Aloha. Ja, hallo. Vielleicht kannst du dich ja mal vorstellen. Ja, ich bin Ingame der Wimmer, mein YouTube-Kanal ist Multiprofi-Gamer, falls es mich interessiert. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung von mir. Und dabei ist... Natürlich auch noch. Ja, wunderbar. Dabei ist natürlich auch unser neuer Rekrut, die Parkscheibe. Grüß dich. Jo. Hi. Dann natürlich den Vergabe. Ja. Können wir doch eh einsteigen, oder? Ja, trotzdem. Ja. Ihr müsst ja... Doch, man kann jetzt automatisch einsteigen, brauchst keinen Schlüssel mehr vergeben. Nee. Nicht mehr, nein. Cops können in jedes Fahrzeug einsteigen. Löll, aber wir können nicht abschließen. Wir können nicht abschließen. Ja, dann lass auf Fahrzeug. Ja, lass es einfach dauerhaft zu. Das wäre doch zu einfach, also. Das können nur Cops. Ernsthaft, also das Ding ist jetzt gut, egal. Wir fahren dann jetzt. Ja, du kannst aus- und einsteigen, wann du möchtest. Das ist ja total bescheuert. Ja, okay, Hauptsache, man kommt nicht mehr auf dieses scheiß Radio, ne? Das K-Radio geht nämlich einen voll auf den Sack. Bisschen, ja. Ja, was hast du bitte mit deinem Fahrzeug gemacht? Hier fehlt der rechte Außenspiegel. Das ist ja, das ist mir letztens schon aufgefallen. Das ist insgesamt in der Textur hat da jemand wohl vergessen, den Außenspiegel mal wieder reinzuklöppeln. Naja, aber dafür funktioniert ja der Rückspiegel. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Aber nur minimal. Ja. Er sagt, er hat nur Pfirsiche gefarmt und er war andauernd wieder mit dem Ding drauf. Ja, ja, deshalb. Und soll ich ihn runternehmen? Ja, ja, nimm runter. Ich hab den dann auch das ist noch echt buggy. Ich habe ja auch dich Kollegen gefragt. Keiner wusste genau, was das genau bedeutet. Ja, das ist so ein bisschen... Deshalb gehen wir lieber nach dem Bußgeldkatalog, den wir geschrieben haben, nicht nach dem Wanted System. Ah, okay, es sei ein Mord, weil dann gibt's noch Geld für uns. Ja, was gibt's Neues noch zu erzählen? Dann startet ja jetzt in den nächsten Tagen auch das große Projekt in AK-Pünktchen mit Benny und dem Janni-LP.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was Witziges vorbereiten. Wir haben echt da schon ein bisschen uns überlegt, wie wir das ein bisschen witziger gestalten können. Denn so diese Standardsachen, die wir jetzt so geplant haben, sind ja kurz vor der Gamescom nicht immer direkt umsetzbar. Und da viel auch jetzt mit organisatorischen Planungen an Zeit vergeht, müssen wir natürlich schauen, wo wir damit abbleiben. Zu Gamescom sind wir natürlich alle Tage beisammen. Also